Hallo Ludi, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Midnight Suns hier auf Gen X Reloaded. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir wollen mit einer Mission weitermachen, anfangen, diese Folge. Aber, Entschuldigung, aber erst gucken wir mal. Heilsalbe herstellen. Größere Heilsalbe wieder. Du bist ein Naturtalent. Als Geschenke, legendäres Geschenk. Aber cool. So. Dann können wir nämlich jetzt gleich mit der Mission loslegen. Aber noch keine Hauptmission. Wir müssen erstmal ein bisschen Punkte sammeln. Ja, da kriege ich die Gamma Helix und da kriege ich ein paar Essenzen. Und die kann ich gut gebrauchen. So, und dann natürlich Hunter. Hunter und Venom. Nehmen wir raus und nehmen die. Dann wollen wir mal. Mal gucken, was das bringt. Hey Eddie! Wir brauchen dich aber als. Also wohl. Ja, wir brauchen dich schon als Venom, weil als Eddie kannst du ja nur zuschlagen wahrscheinlich. Obwohl. Wahrscheinlich könnt ihr auch mehr machen, aber wenn. Dann haben wir jetzt einen schwarzen Venom und einen nachgemachter weißer Venom. Quasi mit Hunter in seinem Anzug. Gut, gut, gut. Aber da Venom jetzt hier bei uns ist, könnte ich ja eigentlich dann auch demnächst mal wieder einen anderen Anzug anziehen. Vielleicht mal eine Herausforderung machen, um einen neuen Anzug freizuschalten. Könnten wir auch mal machen. Ja. Müssen wir mal schauen. Als nächstes brauchen wir aber das Mondsiegel, das heißt, wir müssen den Spiegelteich. Warum brauchst du jetzt so lange zum Laden? Ja, jetzt mach bitte mal. Das kann ja nicht so lange dauern. Nicht. Was ist denn los? Was ist denn los? So. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Lange läuft der Rechner noch nicht. Zu spät noch nicht. Also. Beziehungsweise er läuft schon ein paar Stunden, aber ich habe noch nicht viel gemacht, außer YouTube geguckt. Während ich geschrieben habe. Die Hydra-Truppen in dieser Gegend machen Ärger. Schalten wir sie aus. Ist das eine Superhelden-Level-Aufgabe? Na klar. Schnell zu den Truck. Hol die Artefakte, bevor sie abfahren. Un momento. Por favor. Dem hier. Wo nämlich? Piep, piep. Können wir gleich den Lastwagen außer Gefecht setzen? An Schnellschuss. Es wird auch Zeit. Ich hoffe, du zählst zu Hause mit. Komm, schnell, schnell. Sind wir aufgeregt? So. Keine Sorge, die schlafen nur. Pech für dich, Kumpel!
Lass ein paar für uns übrig. Das hast du verdient. Jawollo. Zack. Wenn du mal was machen lassen, mach. Wir sind dran. So, dann macht er sich wahrscheinlich unsichtbar. Nee? Okay. Wir lassen sie nie im Stich. Ziel erfasst. Ja. Wow. Bereit für einen echten Treffer? Hoffentlich bist du soweit. Du hast nichts zu befürchten. Ich glaube, da ist jemand verknallt. Na gut, ihr braucht jetzt kein Leben, aber... Ich unterstütze das Verspeisen der Bösen. So, dann haben wir beide Vorratskisten. Die Artefakte sind in Sicherheit. Aber warum hast du Hydra nicht auch gleich noch eine Lektion erteilt? So, dann sind die beiden wenigstens weg. Ja, das ist natürlich doof jetzt. Ja gut, da muss ich den Schuss gleich einkassieren. Es ist nicht vorbei, aber bald, wenn es so bleibt. Du gehörst mir. Wow. Wow. Richtig, richtig hart. Ich glaube, ich werde irgendwie krank. Mucho gusto. Ich habe sowas schon mal gesehen. Vor Jahrhunderten. Es gab eine Zeit, in der Lilith höchste Ansprüche an ihre Schergen stellte. Diese Zeit ist eindeutig vorbei. Let's go. So.
Und dann ist der wenigstens tot. Wir müssen uns zusammenreißen. Ich schieße jetzt. Ich heile zwar, hab aber trotzdem Gefühle. Ich schmeiß einfach. Einfach wegschmeißen. Du bist zu schwach für diesen Kampf. Ja, das war doch mal recht schnell. Die Mission war ein Erfolg. Gute Arbeit. Ja. Sehr gut. Drei Sterne. 100 Gloss. Rector Bang. It's Deadpool Gang. Ja, und das nicht mal 10 Minuten. Das ist doch in Ordnung, würde ich mal meinen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Venom konnte noch nicht so viel zeigen, ganz klar, aber zumindest ein bisschen, was da noch für Potenzial ist. In dem Charakter. Im Kampf. War schon nicht schlecht. Okay. Ja, dann machen wir bitte hin jetzt. Kann ja nicht sein, dass die Ladezeiten fast schneller sind als der eigentliche Kampf. No. So. Aber wo war jetzt dieser steuerte Spiegel dann? Hallo. Ach, ist ja eh erstmal nicht irgendwo kurz treffen. Oder nicht? Damit er nicht eine Einladung für kriegt. Was geht ab, Hunter? Das willst du wissen, ne? Hey, Hunter! Du bist die Allerbeste. Das weißt du, ja? Eine Kampffähigkeit wurde verbessert. Mindestens einmal am Tag. Ja, gut, Hunter? Ja. Die Wünsche. Gute Arbeit vorhin. Oh, ich habe mit dem Symbionten gesprochen. Du warst auch gut, Hunter. Ja gut, das sind alles nicht Sachen für ihn, oder? So. Hat der Symbiont eigene Kleidung? Nein, er ist eher Kleidung. Deshalb nenne ich ihn Anzug. Aber du trägst deine Kleidung über dem Symbionten? Heißt das, er trägt also auch deine Kleidung? Du verstehst das falsch. Der Anzug wird meine Kleidung. Das, was ich gerade trage. Kann der Anzug zu jedem Kleidungsstück werden? Auch ein Hut mit Früchten drauf? Schätze schon. Hab es aber nie versucht. Tu es. Was? Nein. Ich bin doch kein Zirkusaffe. Frucht, Hut, Frucht, Hut. Vielleicht später. Und wenn du das jemandem sagst, wird Venom dich fressen. So, was haben wir denn hier? Tja. Das ist besser als frische Steaks. Aktivität nicht gemacht, null. Danke dafür. Mein alter Ego hatte Heimweh. Ja, und jetzt wird auch mit mir reden schon wieder? Oder gerade auch nicht? Ja, wir kamen, wir sahen, wir taten was. Bevor du etwas sagst, lass mich das loswerden. Es tut mir leid.
What? Lilith hat mein Gehirn gekapert und mich dazu gebracht, fürchterliche Dinge zu tun. Dinge, die unschuldige Menschen verletzten. Und jetzt ist die Kirche von Dr. Strange ein Parkplatz. Meine Mutter manipuliert Leute gegen ihren Willen. Das wissen alle. Ach, schön zu hören. Ich schätze, du hast diese Manipulation wohl persönlich erlebt? Sie ist meine Mutter. Oh, stimmt. Hoffentlich nimmt Dr. Strange mir das nicht übel. Ich weiß, er hat im Sanktum seine Rituale oder Gebete oder sonst was abgehalten. Strange wird sich mit unserer Hilfe erholen. Er gibt dir nicht die Schuld, Eddie. Muss er auch nicht. Das mache ich schon selbst. Ich verstehe, was er durchmacht. Ich habe oft genug an Bushaltestellen oder am Strand übernachten müssen. Schwierig. Tony hat mal gesagt, dass er am Strand geschlafen hat. Vielleicht bist du in guter Gesellschaft. Seine Häuser sind am Strand. Meins war der Strand. Dein Haus war also größer als seins? So kann man das auch sehen. Du stehst deiner Vergangenheit zwiespältig gegenüber. Wir haben alle Dinge, die wir vergessen möchten. Alle? Auch Captain America? Machst du Witze? Der hat mal Lederhosen getragen. Was hat er? Lederhosen getragen? Und das jetzt schon, weil? Aber gut, dann muss ich Lederhosen drauf an. Obwohl ich heutzutage auch keine Lederhosen mehr tragen will. Also wenn, dann ja eh Kunstleder. Aber auch, nee. Nein, sie sind vorbei. Definitiv. Naja. So. Hi. Wie war das mit dem Siegel? Ich fürchte, du überstürzt das, Liebes. Du wirst zuerst das Mondsiegel finden müssen. Dich erwartet eine Prüfung. Ja, Bro. Schwester. Ich weiß das. Hippo. Wo ist das nächste Mondsiegel? Ich hatte gedacht, Also bin ich hier trotzdem mal richtig, weil hier der Schrein ist, aber... da komme ich hier noch nicht durch. Dieser blöde. Nee. Okay, ich habe eine Karte übersehen. T'Challa steht vor den verschiedenen Regionen, die er für den Titel als Black Panther bekämpft hat. Wache. Diese Karte verkörpert Ehrgeiz, Herrschaft und den Schutz der eigenen Heimat. Denn ich glaube manchmal ein bisschen blind in der Gegend rum. Weil er leider so sah.
Hier ist die Cottage. Aber hier ist der Spiegel gleich auch nicht. Ich weiß gerade wirklich nicht, wo der ist. Aber so viel Zeichen haben wir auf dem Gelände hier ja auch eigentlich auch nicht. Wo ist der Friedhof? Alles die werden eine Lichtung. Also da bin ich ja gestartet. Da bin ich ja hin transportieren lassen. Love. Die kosten ja keine Schlüssel mehr. Nicht so schnell. Cool. Da war ja nichts mehr. Zurück. Ja, ich weiß es gerade wirklich nicht, ist auch egal jetzt. Zurück in die Abtei. Und dann gehen wir pennen. Dann gehen wir pennen. Ja, nützt hier nichts. Was soll ich da jetzt wie ein Blödmann die ganze Zeit rumrennen? Irgendwann fällt mir das wieder ein. Spidey ist wieder gesund. Tony Stark. Ja, Tony kommt nachts vorbei. Und Magic will sich mit mir treffen. Wohin gehen wir? Wir hängen nur ab. Du weißt schon. Einfach aus Spaß. Ich bin überrascht. Inwiefern? Ich dachte, in deiner Freizeit piesackst du Dr. Strange. Ha! Den zu quälen ist keine Herausforderung. Manchmal ist es schön, mit jemandem spazieren zu gehen, der mehr in einem sieht als einen interdimensionalen Pförtner. Vielleicht finde ich, dass du nicht total blöd bist, okay? Du etwa nicht? Aber bevor du das F-Wort sagst, gibt es ein paar wichtige Grundregeln. Wir flechten einander nicht die Haare. Wir fassen sie nicht einmal an. Wir teilen kein Essen. Und Spitznamen kannst du vergessen. Klar? Ich bin auch kein großer Freund von Spitznamen, aber sie haben einen Vorteil. Mit ihnen weißt du sofort, ob du es wirklich bist oder ob du von einem Dämon besessen bist. Keine Sorge, wenn das passiert, würde ein Spitzname mich aufwecken. Vor Wut. Na schön. Aus reiner Neugier, womit habe ich diesen neuen Platz in deiner sozialen Hierarchie verdient?
Warum musst du deswegen jetzt so nerven? Du weißt, wie man böse ist. Aber auf eine gute Art. Das gefällt mir. Ebenso, Illyana. Damit wäre das geklärt. Wir sind Freunde. Jetzt sagst du schon wieder das F-Wort. Ruinier es nicht, Hunter. Dann nehme ich ein anderes Wort. Geschmeichelt. So fühle ich mich nämlich. Yay! Wir sind auf Freundschafts-EP 3. Verdammt! Was machen wir nur ohne das Sanktum? Hey, ich hätte da eine Bitte. Kauf und rüste einen kosmetischen Gegenstand für Robbie Racers. Ja. Danke, Hunter. Das kann ich nur von hier machen, ne? Robbie. Passung. Standard. Die Grüne hier sieht doch giftig aus. Was machen wir, wenn Dr. Strange sich plötzlich komisch benimmt? Ich meine, anders komisch als sonst. So. Großartig. Danke, Hunter. 6 Freundschafts-EP für Robbie und Hunter hat kritischen Schaden 10. Sehr gut. Dann machen wir hier schnell unseren. Guck mal, hier liegt's. Dr. Strange wird darüber hinwegkommen. Er hat sicher schon Schlimmeres erlebt. Mit Schweiß und Tränen abgeschlossen. Ich hatte nur eine Aufgabe: das Sanctum Sanctorum zu beschützen. Füge verbesserten Fähigkeiten zu finden, Motzen zu. Okay, damit hat Lilith jetzt schon 2 Superheldenfestungen in Schutt und Asche gelegt. Jetzt hat sie mich echt sauer gemacht. So. Was hast du für mich, Boss? Es geht um den Kuss. Uns. Bam, Kopfschuss. Ein Fuego plus ein Leben. Schlingerangriff, Verkettung 4. Wieder Schlag. Nur die beiden, denke ich. Immer ein Vergnügen. Was jetzt? Raus. Hm. Für Anpassungen, Kampfoutfit. Strange und Tony. Unerbittlich. Ziel wurde in diesem Zug getroffen. Plus 88 schon. Ex-dunkle Gasse Nacht. Blade und Vampir bei Nacht bestreiten einen aussichtslosen Kampf gegen eine nie enden wollende Horde an Vampiren. Geh, rette dich selbst, schreit Vampir bei Nacht zwischen Hieben. Niemals, antwortet Blade und gemeinsam retten sie mit der Macht der Freundschaft und Superheldenwaffen den Tag. Okay. Verdammt, das Sanctum war wichtig. Springen.
Iron Man hat ein weiteres Hydra-Lager im Quarantänebereich des Sanctorium gefunden. Scheinbar war es schon seit einiger Zeit dort. Ein weiterer Beweis, dass Hydra den Angriff monatelang geplant hat. Hätte ich Zeit, würde ich mich um sie kümmern. Aber hier bin ich. Wir sehen uns. Das ist eine Katastrophe ohnegleichen für unsere Chance. Immerhin hast du dich nicht in ein Symbiontenmonster verwandelt, Hunter. Die ja. Zeit läuft, Hunter. Verkettung Nummer 2 und schnell. Spring im Plus. Von was zurück, aber war gar kein Geld noch. Nein, gebe ich auch keins aus, falls ich halt bitte. Mach dein Ding. Wie Außerirdische, Untergangsprophezeiungen, Dämonen, Urgötter? Erlebst du eine Spirale existenzieller Angst? Auf. Ja, wie verhindere ich, dass sich mein Forscherhirn in wimmernden Matsch verwandelt? Komm klar. Genieße deine Lieblingsgerichte mit Freunden. Geschmacksnerven verankern uns in der Realität. Und gute Gesellschaft lenkt uns ab. Ja. Oh Mann, Tante May macht die besten Muschellinguine. Egal, was ich durchmache, dieses Gericht biegt alles wieder gerade. Leider ist niemand in der Abtei auf Hausmannskost spezialisiert. Ist es leichtsinnig, Iliana um ein Portal für Essensbestellungen zu bitten? Vergiss es, ich habe es selbst gesagt, es klingt leichtsinnig. Ach. Weißt du was? Vielleicht kriege ich den Kopf frei, indem ich kochen lerne. Ich werde mich an Tante Mays Muschellinguine versuchen. Spaß. Nudeln und Meeresfrüchte. Ja. Das wird meine Methode, Gottheiten mit Tentakeln zu fressen. Ich werde meine Ängste einfach fressen. Danke, Hunter. Ich denke, das war hilfreich. Der Himmel reißt in letzter Zeit routinemäßig auf. Ich habe also wohl überhaupt keine Ahnung. Okay. Hä? Ach ja, unerbittlich. Aber unerbittlich hab ich ja schon. Also unerbittlich ist... Gut, alles klar. Sehr nice. Dann haben wir das ja doch hingekriegt. Ein bisschen überzogen. Lilith will alle unsere Zuflüchte von der überzogen. Erde auslöschen. Den Avengers Tower, das Sanctum Sanctorum. Unsere geliebte Abtei darf nicht dasselbe Schicksal erleiden. Ja, okay. So, und dann können wir nämlich morgen mit der nächsten Mission gleich direkt starten. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hatten ein bisschen Action, ging sehr schnell. 3 Sterne. Boop, boop. Und ja, wir müssen diesen blöden Spiegelteich finden. Ich bin mir sicher, dass ich da schon mal gewesen bin. Aber gut, wir werden sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte den Daumen nach oben da. Ein Abo wäre nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye, euer Tobi.